fasten your seatbelts and observe the no-smoking sign. Thank you. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten in Frankfurt landen. Wollen Sie sich bitte anschnallen und die Nichtrauchenzeichen beachten. Dankeschön. Captain Schneider and his crew would like to say goodbye to you. We hope you enjoyed your flight and wish you a pleasant stay in Germany. Auf Wiedersehen. Kapitän Schneider und seine Besatzung möchten sich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug gefallen hat und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Deutschland. Auf Wiedersehen. Achtung bitte, Lufthansa Flug 331 aus Rom wird in wenigen Minuten landen. In a few seconds, the aeroplane will land on German soil. The 26 episodes of our German language film Guten Tag also take place in Germany. The people you are going to meet in this series all speak German. Just listen to them carefully and you will find German isn't difficult. In any case, I'll give you a helping hand now and again. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch? Nein. Nein. Ein wenig. Ich lerne Deutsch. Ja? Bitte. Danke. Bitte warten Sie hier. Ja. Achte bitte, Ankunft mit von der Flugmodell. Nein. Bitte warten Sie. Ah ja, ich warte. Entschuldigen Sie bitte, sprechen Sie Deutsch? Deutsch? Ja, ein wenig. Ja. Nein, ich lerne Deutsch. Oh, bitte. Danke. Bitte kommen Sie. Ja. Bitte warten Sie. Warten? Ja, warten. Gut, ich warte. Sprechen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch. Ah. Sprechen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch. What's going on here? This young man with the roses only seems interested in particular people. All travelers from abroad who answer him, I am learning German. What's he going to do with them? Entschuldigen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch? Wie bitte? Sprechen Sie Deutsch? Nein. Nein? Ich lerne Deutsch. Oh. Bitte. Danke. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Lernen Sie Deutsch? Ja.
Ah, ja, ich lerne Deutsch. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Hallo, gnädige Frau. Sprechen Sie Deutsch? Oh, das ist ja reizend, das ist ja entzückend. Also so nett bin ich noch nie empfangen worden. Ich bin schon viel in der Welt herumgekommen. Ach, das ist ja wirklich reizend, das ist ganz entzückend. Haben Sie recht herzlichen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Bitte warten Sie. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche ein wenig Deutsch. Oh, Sie sprechen gut. Nein, lernen Sie Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Oh, bitte. Danke. Bitte warten. Bitte warten. Liebe Gäste, der Wagen ist da. Lernen Sie Deutsch? Ja, ich lerne auch Deutsch. Und Sie? Ja. Und Sie? Ja, ja. Und Sie? Lernen Sie auch Deutsch? Ja. Sie lernen Deutsch!
This explains everything. The young man with the roses has accomplished the difficult task set him during this quiz show. In 1 hour, he had to find 5 people who want to learn German in Germany. He was lucky. He's found them. And here they are. Each of them has come to Germany with a particular aim, and they know nothing about one another. We'll drop in on them now and again during their stay in Germany to see how they're getting on, how they manage with their German, and how fast their knowledge improves. We can never know when we might be in the same situation, so it's a good idea to learn from their experience. We'll learn some interesting facts and at the same time improve our German. Now here are our 5 leading characters. May I introduce them? Mein Name ist Zuma. Ich besuche eine Universität. Zuma is going to a university. Ich studiere Medizin. Tiermedizin. Miss Zuma is a student of veterinary medicine. Ja, ich bin Studentin. Bitte schön. Oh, mein Name ist Ricardo. Mr. Ricardo is on a business trip. Ja, ich mache eine Geschäftsreise. Ich bin Kaufmann, Exportkaufmann. Mr. Ricardo is in the export business. Und ich lerne Deutsch. And this young fellow is already at work. Mein Name ist Aki. Ich bin Praktikant. Aki is an industrial trainee. Ja, Industriepraktikant. He is taking a practical course in a factory where he obviously needs German. Ich arbeite und ich lerne Deutsch. These 2 young men need German for another reason. Wir machen eine Reise. They're on a trip around Germany. Eine Deutschlandreise. They're tourists. Ich bin Tourist. Ich bin auch Tourist. Mein Name ist Tim. Mein Name ist Pierre. So Tim and Pierre are traveling around Germany. Let's hope their German is good enough to see them through. Good luck to them. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Also, auf Wiedersehen. Well, be seeing you.